Da liegen Fossilien. Ja. Aber wir brauchen erstmal eine Schaufel. Ich hätte doch keine mehr. Kommt auf den Belag an. Oh, Nutella wäre jetzt geil. So ein frisch aufgebackenes Brötchen mit Nutella drauf. Boah. Geil. So, genug fürs Erste. Let's go. So. Warte. Warte. Doofe Frage an alle Profis da draußen. Wie lange braucht so ein Sterni-Baum, bis man den eingesammelt, also bis der fertig ist? Weiß das einer? Ich habe übrigens auch Unkraut gesammelt, ne? Wie ihr vielleicht seht, und habe das verkauft. Wir haben also auch, ja, zeige ich euch gleich. 3 Tage. Ach, scheiße. Schwupps. 10 Tage. Ah, okay. So, 2 Eisen brauchen wir noch. Komm, gib zwei. Ah, schade. Oh, jawohl, nice. Gut, ich habe nichts gesagt. Schrödingers Chat. Immer, immer. Ich glaube, ich sag einfach mal, ich bleib bei 3 Tagen. Ich orientiere mich mal an den 3 Tagen. Lücke 94. Dankeschön für 3 Monate. So, hier war irgendwo ein Fossil gewesen. Da. Ja. So. Und ein Fossil. Gib her. Kennst du schon den Geldstein? Jo, da lässt Geld, ne? Und so Geldsäcke und sowas fallen. Hatte ich die Tage eingehabt, tatsächlich. Hatte ich die Tage eingehabt. Ich habe nämlich auch noch drüben, weiter rechts auf der Insel, habe ich noch so Gold vergraben. Da müsste mittlerweile auch ein Baum draus geworden sein. So, pass auf, Lager. Wir brauchen 30 mal Hartholz. Wir brauchen 30 mal Weichholz. Und wir brauchen 30 mal Holz. Und wir brauchen die 26 Eisen. Brauchten wir noch irgendwas? Brauchten wir auch Steine? Holz und Eisen, okay. Vollbei, mach's gut. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Danke dir. Liebe geht raus. Dankeschön. Ich weiß gar nicht mehr, wo habe ich den gepflanzt. Ich glaube, da unten am Gipfel irgendwo. Hier unten. Am Gipfelzipfel. Warte mal, sieht man den von hier aus? Ich glaube, der müsste hier irgendwo gewesen sein. Ja, das kann gut sein, nicht? Google hat keine konkrete Antwort. Ja, gut, okay. Aber erkennt man denn den Baum oder sieht er einfach aus wie ein ganz normaler Baum? Oder hat er irgendwie Goldblätter oder irgendwie sowas? Ah, okay, da hängen Geldsäcke dran, alles klar. Oh, Kirschen, cool. Oh, da ist eine neue Gold-Geld-Dingens. Guck mal. Ja. Vorbeigegraben. Da gucken wir doch gleich mal. Ups. 1000 Sternis. Okay. Okay. Ja, ich habe leider nicht so viel Geld dabei, ne? Ich hätte leider nicht so viel Geld dabei, du nicht. Komm, wir vergraben die 1000 einfach. Scheiß da unten drauf. Ist besser als nix. It's better than nothing. So, pass auf. Huch! Was? Shikadani, Dankeschön. Für deinen neuen Sub. Dankeschön und herzlich willkommen. Dankeschön für deine Unterstützung. Kannst du den auch mitnehmen und umpflanzen? Ah, okay, dann setze ich die mal wahrscheinlich irgendwo auf eine Ecke vielleicht. Dass man da mal eine Übersicht bekommt oder Übersicht hat. Jetzt machen wir erstmal den Laden, komm. Habt ihr wegen der Resident Evil Nachricht im Discord geschrieben? Nightmare, ich danke dir. Okay. Okay, easy. Easy peasy, Menezi. So.
Willkommen, Topic. Was kann ich heute für dich tun? Ladenbau. Werden wir uns irgendwo einen Baustoff spenden für den Laden, den wir bauen wollen? Ich will was beitragen. Jawohl. Hört sich gern. Da denke ich im Namen der ganzen Unternehmens. Aber bitte doch mal sehen, was du so für uns Schönes hast. Potzblitz, das ist ja alles auf einmal. Holy moly. Halleluja. Alles, was wir brauchen. Jawohl. Wer hat jetzt recht? Ja, natürlich. Mitwurstmeister, danke schön für 12 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich werd verrückt. Wenn mich nicht alles täuscht, hätten wir damit alles für unser Ladenbauvorhaben zusammen. Gigi? Ich hab da was für dich. Als Dankeschön für deine Großzügigkeit. Hier. Eine Retro-Zapfsäule, ein Werkzeugbrett und eine Strickjacke mit Hemd. Alles für dich. Was? Zisch. Eine Kleinigkeit nur. Wo wir ja jetzt alles beisammen haben und mit dem Ladenbau beginnen können und so. Nun, da ist ja eigentlich alles dein Verdienst ist. Da könntest du doch bestimmen, wo der stehen soll. Aha. Geil. Platziere einfach das Ladenbaukit dort, wo es dir passt. Die Firma kümmert sich um den Rest. Ich freue mich schon darauf, dass du uns einen tollen Standort aussuchst. Ja, nice. Ja, das machen wir doch umgehend. Aber vorher müssen wir dann noch etwas erledigen, bevor wir hier den Laden irgendwo hinsetzen. Erstmal holen wir uns die Bonusmeilen. Genau. Und dann, Bankautomat. Wir lösen mal unser Häuschen ab. Jawohl. Ach, ich muss das erst abheben. Ach, warte. Wie viel waren das? 58.000. So, dann lösen wir mal die Bude ab. Hier, 58.000, bitteschön. Und kein Cent zu wenig, natürlich. Musst du nicht, mache ich aber. Ich will das gemacht haben. Kaching! Damit ist mein Haus abbezahlt. Geil. So, pass auf. Wir haben nämlich auch eine Menge Nook-Meilen. Die müssen wir auch kurz abholen. Ich habe hier nämlich welche. So. Dann haben wir das hier. Kathi, was denn? Kannst du mit der Abbuchung direkt bezahlen? Ach so, na gut, okay, egal. Scheiß drauf. Was steht auf dem Pulli? Ich habe keine Ahnung. Sieht man das irgendwo? Den Werkzeugring habe ich mittlerweile. Ich muss nur dran denken, dass ich ihn auch mal benutze. Gekauft haben wir den schon. So, was haben wir noch? Hier jede Menge Meilen. Ich wollte die nicht abholen, offscreen abholen, ne? Das machen wir, deswegen wollte das hier on-air machen quasi, damit ihr seht, was ich so gemacht habe. So, 7.000 haben wir jetzt. Okay, wir gucken mal, was wir damit in Kürze dann machen. So. Okay. Da haben wir noch einen. Kredit abbezahlt. Oh. Da gibt's aber ordentlich 1000 Stück, sag ich doch. Ich wollte gerade sagen, da gibt's aber ordentlich was für jetzt, ne? Sehr gut. So. Dankeschön. Und da haben wir auch noch was. Ballonschütze. Dankeschön. Nehme ich gerne. Sind die 30 Minuten nicht längst rum? Nee, bei mir nicht. Nein, wir spielen wirklich gleich Minecraft. Wirklich. Wir haben jetzt alles gemacht. Der Laden, wir setzen uns auf den Laden und dann hören wir auf. Dann spielen wir Minecraft. Ich habe die Aufnahme gerade erst gestartet. Es kann jetzt erstmal eine halbe Stunde sein. Kappa. Oh, warte mal, ich muss das Loch hier oben kurz zumachen. Das Spiel ist aber auch schlimm, ohne Scheiß. Hast noch 25 Minuten, siehst du? Siehst du? Sag ich doch. Was wollte ich jetzt? Was wollte ich? Ach, den Laden setzen, genau. Wo setzt man den Laden denn hin? Huch. Ich
würde den ja fast hier in die Mitte setzen, ne? Kann ich die Bank verschieben? Wow, ich kann mich draufsetzen. Toll. Aber doch, ich kann sie verschieben, oder? Kann man die... Nee. Ich will den Laden aber hier... Am Festplatz kannst du nicht setzen. Ah, okay, 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 okay. Was passiert, wenn ich hier im Baurüttel... Kommt da irgendwas runter? Nee. Ja, wir könnten ihn hier neben dem Museum hier hinten dran setzen, aber das ist irgendwie doof. Man kann die Sachen ja später nochmal verschieben, ne? WWE hat Kurt Angle entlassen. Echt? Oh, okay. And so it begins, möchte ich fast sagen. Geht später, alles gut. Okay, 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 dann lass uns das Ding doch einfach... Ah, hier sitzt auch jemand. Dann lass es uns doch einfach hier daneben setzen. Komm. Einfach mal neben das Museum erstmal. Oh Gott, ist das groß. Das ist voll riesig. Kostet halt etwas. Ja gut, das macht ja nichts. Nee. Es ist ein bisschen schade, dass ich damit jetzt nicht rumlaufen kann, so ein bisschen. Das ist ein bisschen nervig, dass ich jetzt nicht sagen kann, okay, ich möchte mit dieser Gitterlinie quasi mit dem Ding rumlaufen, weißt du? Um das Teil wirklich perfekt hinzusetzen. Das wäre cool, wenn das gehen würde, ne? Ja, komm, lass sie hinsetzen. Passt. Ja, setz erstmal dahin. Komm, ist in Ordnung. Mach mal. Viele andere Superstars auch. Luke Gallows, Karl Anderson. Ja gut, die müssen Kohle sparen jetzt, ne? Die müssen jetzt echt Kohle sparen. Hier kommt also endlich der Laden hin. Damit sollte das Leben hier deutlich komfortabler werden. Easiness. Super. Schön. Wie lange dauerte das nochmal? Wie lange dauert es, bis die Dinger fertig sind? Ein bisschen, ne? Zwei Tage? Ein Tag? Becky, einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Herzlich willkommen. Morgen ist er fertig. Ah, okay, okay, okay. Easy. Ja, gut. Also wir haben ein bisschen was... ne? Es entwickelt sich so langsam. Ne? Es kommt, es kommt, es kommt. Hier ist noch jede Menge Unkraut. Das kann man noch verkaufen. Wir können mal noch zwei Fossilien wenigstens abgeben. Dass wir das auch mal gemacht haben. Tageswechsel ist um 5 Uhr. Ah, okay. Passt. Moin. Wuhu, wuhu. Was darf ich für sie tun? Ich will etwas stiften, Fossilien analysieren hier. Guck mal. Schau es dir an, Bruder. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn hier alles? Irgendeins. Ist ja scheißegal. Hier, komm, let's go. Bitteschön. Da wollen wir doch mal... also. Oh. Nach einiger Überlegung ist der Fall klar. Dieses Objekt ist ein Spinosaurus-Schädel. Oh, ein Dinosaurier-Exemplar. Nice. Ein prächtiges Exemplar, jawohl, und selten dazu. So etwas haben wir noch nicht in unserer Sammlung. Ein Spinosaurus-Schädel dieser Art ist eine signifikante inselgeschichtliche Entdeckung. Sollten Sie dieses Objekt an uns abtreten wollen, wäre das fraglos sehr positiv. Sagen Sie, würden Sie es dem Museum spenden? Na klar. Na klar. Du kannst alle nehmen. Ja, will ich ja gar nicht. Weißt du, wie lange das dauert, bis wir das jetzt alles gelesen haben? Welche Wonne, Sie verwöhnen mich, ein Spinosaurus-Schädel in solch tadellosem Zustand. Sie wollen doch sicher etwas über etwas prickelndes Fachwissen zu diesem, oder Faktenwissen zu diesem aufregenden Stück hören, oder? Hm? Er sagt da nicht zu allen etwas. Ach so. Ja, komm. Ja, komm, dann lass uns das noch einmal.
Dann lass uns noch einmal kurz jetzt hier zum Spinosaurus was hören und ansonsten dann, ja, man muss das ja nicht unbedingt immer abspielen, das Faktenwissen. Spinosaurus war ein großer fleischfressender Dinosaurier, etwa so groß wie der Tyrannosaurus Rex. What? Krass. Anders als ein berühmter Verwandter verbrachte Spinosaurus viel Zeit im Wasser. Ähnlich wie die heutigen Krokodile ernährten sich diese Geschöpfe von Fisch und Landbewohnern. Oh oh. Oh, das wissen wir ja alles aus Jurassic Park, ne? Oder Jurassic World Evolution, besser gesagt. Da hatten wir auch Spinosaurus gehabt, erinnert ihr euch? Ich persönlich bin ganz froh darum, dass sie nicht auf fliegende Beute jagten. Und das war's. Ich hoffe, meine bescheidenen Ausführungen waren erhellend. Gut, dann nehme ich ihre ungemein großzügige Spende mal entgegen. Let's go. Ja, 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 ja. Fossilien, ich danke Ihnen. Blabliblub. Von Herzen, weißt du Bescheid. Sarah Logan wurde auch entlassen? Wow. Krass. Okay, pass auf. Hier, Fossilien analysieren. War das nicht, war das analysieren? Oder war das mit... Ah, okay. Ja, dann hier, bitteschön. Let's go. Okay, aber warum machen die gerade so Tabula Rasa bei WWE? Das ist aber sehr unheimlich. Nicht eines dieser Stücke haben wir bereits in unserer... Oh, die sind alle noch nicht in unserer Sammlung. Heftig. Sauber. Ich hoffe doch sehr, dass sie das Museum damit bereichern werden. Na klar. AEW wird sich freuen. Ja, das glaube ich auch. Die kulturelle Entwicklung von Florida voranzutreiben, ist ein löbliches Bestreben. Ich gebe Ihnen die kostbaren Stücke wieder, aber denken Sie immer an die goldene Museumsregel. Jede Spende, jedes Stück macht die guten Eugen glücklich. Huhu. Ah, und jetzt müssen wir wahrscheinlich stiften, ne? Okay. So, guck mal, was haben wir hier? Diplodocus-Schwanz? Ein Archelon-Vorderteil haben wir hier. Dann haben wir hier ein Anno-irgendwas. Demetrodon-Schädel. Wir haben einen Bernstein. Okay. Megazetzerops-Schwanz. Wir haben einen Megazetzerops-Torso und einen Dimetron-Schädel. Okay, also einen haben wir doppelt. Oder? Nee, aber gar nicht. Haben wir gar nicht. Ich laber Scheiße. Doch, den Schädel haben wir doppelt. Cool. Welch Freude! Eine solche Spende nehme ich mit Vergnügen entgegen. Kann ich Ihnen irgendwas helfen? Nein, 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 das passt schon. Alles gut. Ist nicht doppelt? Ist nicht doppelt? Okay, warte mal, etwas stiften, dann gucken wir doch mal. Warte, 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 wir gucken mal. Ja, 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 ja. Hey, ich habe gesagt, ich möchte was spenden und habe ich irgendwas Falsches angeklickt. Bro, quatsch mir keine Tomate ans Ohr. So, ich werde was stiften. Ach, deswegen hat er mir das gerade erzählt. War doch doppelt gewesen. Hast nichts Neues. Ja, siehst du, es ist doch doppelt gewesen. Sag ich doch. Shit! Ah, Junge, Junge, Junge. So. Ja, ist dann doch 2-3 Minuten länger geworden als gedacht. Genauer gesagt eine Viertelstunde. Ja, weißt du Bescheid. Ich würde mal sagen, dann starten wir hier gleich nach der Hundipause mit Minecraft durch, ne? Oder würde ich sagen, verkaufen. Ja, das können wir noch schnell machen. Komm, wir verkaufen das mal eben noch schnell. Wir brauchen jetzt wieder Geld. Ach ja, wir müssen nochmal mit Tom Nook sprechen. Stimmt, wegen dem Zimmer. Oh, hallo Tobik. Meinen herzlichen Glückwunsch. Du hast deine Kreditvorauszahlung abbezahlt. Ich habe auch nichts anderes erwartet, aber es ist dennoch ein Grund zu feiern. Hm? Und ich schätze, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um über die Zukunft nachzudenken. Ja, ja. Ich bin mir sicher, dass dein Zuhause sehr heimlich ist. Wie wäre es denn, wenn es größer wäre? Oh, ich kann dir versichern, es geht in der Tat noch größer, Kaba. Ein größeres Haus bedeutet mehr Platz für Möbel und zum Lagern. Lass dir das fürs erste Mal durch den Kopf gehen. Wenn du mehr wissen möchtest, komm zu mir.
Das ist ein gewitzter Typ, ne? Gerade den Kredit abbezahlen, pam, kommt schon wieder der nächste Kredit hinterher. Für 200.000 Sternis. Der ist unglaublich. Das ist echt. Das ist unfassbar. Einweihung feiern, Eigenheimberatung. Eigenheimberatung, entschuldige bitte. Tom Nook, der Eigenheimberater. Ja, moin. Ich sag's noch. Na, Interesse? Alter. Ja, komm, machen wir, oder? Warum nicht? Ich meine, wir haben jetzt ja keinen Kredit mehr aktuell. Das heißt, wir können ja frohlockend in die Zukunft blicken. Das Haus hat 58.000 gekostet, der Anbau kostet mal eben 200. Wer kennt's nicht? Komm, let's go. Wunderbar, ich freue mich für dich. Ich werde sofort den Beginn der Baumaßnahmen fahren lassen. Da fällt mir ein, wenn du eine andere Farbe für dein Dach willst, wäre jetzt eine gute Gelegenheit. Wir haben 8 Farben im Angebot. Bitte wähle eine Farbe für dein Dach. Nee, bleib mal bei Schwarz, ist schon okay. Ja, ist in Ordnung. Soll bis morgen beendet sein. Du bist sicher noch aufgeregter als ich. Okay, schön. So, pass auf, jetzt quatschen wir nur mit ihm hier. Und verkaufen das Ding hier. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Was hat er gerade gesagt? Ach, okay. Ich will was verkaufen. Let's go. Der letzte Kredit ist läppische 2,498 Millionen Sternis für einen Keller. Wow. Wow. Heilige Maria. So, die Mitrotschädel, dafür 5.500 Sternis. Let's go. Oh, ich muss mehr sparen. Warte. So, pass auf, wir haben noch das hier, Werkzeug. Das müssen wir gleich mal noch hinstellen. Wir haben noch den Bienenwabenboden. Genau, den wollte ich nämlich noch erlernen. Das habe ich auch nicht offscreen gemacht. Ich weiß jetzt, wie man einen Bienenwadenbogen herstellt, ja. So, pass auf. Und dann haben wir hier oben noch das Muschelbett. Auch das habe ich offscreen noch nicht gemacht. Sehr nice. Chris Kamora, gute Nacht. Schlaf gut. Gute Nacht. Lass uns bald mal AC wieder ohne Zeitdruck im Stream spielen. Ja, das werden wir auf jeden Fall mittags irgendwann wieder machen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe da auch Bock drauf. Auf jeden Fall. So, pass auf. Wir ziehen uns jetzt zumindest noch den Pulli an. Da mache ich schnell Hundipause und dann spielen wir Minecraft. Pass auf. Was haben wir denn hier? Pulli mit Hemd. Strickjacke mit Hemd. Zieh mal an. Hä? Das ist doch das, was wir vorher auch schon hatten, oder nicht? Naja, ist egal. Ich bedanke mich auf YouTube ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sind bei 50 Minuten. Jetzt ist aber auch Schluss. Ich wollte nur wirklich nur kurz reingucken. Hat ja wieder gut geklappt. Auf YouTube ganz, ganz liebes Dankeschön fürs Zuschauen und im Stream-Chat, ne, ich bin gleich wieder da, wir spielen gleich Minecraft Hardcore, ich mache euch ein bisschen Musik an, wir gehen kurz in die Pause und dann geht's weiter.